Hallihallo, du lieber Fisch, und herzlich willkommen hier bei mir bei unserem Monatsreading. Also, ich habe jetzt hier ausnahmsweise mal eine Themenkarte drüber gelegt, jetzt hier auch in dieser wunderbaren Neumondenergie. Was möchte denn bei dir verstärkt werden? Was möchte denn im August angesehen werden? Um was geht es denn bei dir? Und bei dir geht es darum, dich mehr in der Selbstliebe zu stärken, dich mehr selbst wieder zu erfahren und wirklich auch zu schauen, was möchtest du denn da? Was ist denn das, was wirklich dein Herz belebt, dein Herz bewegt? Was möchtest du denn in deinem Leben erleben? Und da geht es jetzt um dich und um deine Unendlichkeit, das heißt quasi deine Unternehmungen, deine Fülle, dein Erfolg, deine Erfüllung, die du jetzt ins Leben ziehst, mit der neuen, um das komplett zu machen, um dich komplett zu fühlen, um dich ganz zu sehen und in deiner Ganzheit den neuen Schritt quasi zu gehen. Das ist das, was jetzt verstärkt wird für dich. Und da war, na, es geht um Schatten und Licht, aber auch um Geschenke im Leben und um deine Wünsche, die jetzt tatsächlich und deine Träume, die ja in den Fokus gebracht werden wollen für dich. Und ich habe so das Gefühl, dass der Herz und Verstand noch nicht ganz im Reinen fließt, weil sonst wäre das jetzt auch nicht, dass der Hund quasi in dem Kartenblatt fällt, wo er jetzt einfach die Leine mal hält, ja? Und wir sehen, das Bällchen ist aber noch daneben, so. Und am 8.8. darfst du jetzt eine Lion Gate and Twin Flame Aktivierung erleben mit mir. Da lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Unten in der Infobox hast du die Daten dazu. Da steht Löwentor und Zwillingsflammenaktivierung. Und um was geht's? Es geht darum, deine weibliche, deine männliche Energie in Einklang zu bringen. Einfach einmal zu schauen, was da jetzt vom Universum auch an Fülle, an Erfolg, an Kraft einfach für dich strömen, in dich hineinströmen will, um dich mit dir selbst zu verbinden und aus dir heraus dann die Gefährten zu finden, die dich begleiten wollen, ja, oder sollen auch auf diesem Weg schon, aber in einer erhöhten Energie. Also nicht mehr aus dem Schmerz heraus, sondern wirklich aus der Freude heraus. Und ich glaube, dass dieser Zustand, dieses Umdrehen jetzt hier noch einmal gesehen werden will. Ja, also bereite dich gerne vor und melde dich gerne am 8.8. zu diesem wunderbaren Workshop an, wo wir eine Trausreise machen, wo wir uns mal miteinander wieder verbinden, wo wir miteinander fließen, wo wir miteinander sind in dieser wunderbaren Energie, wo wirklich das Löwentor auch seinen Höhepunkt findet eben, um dich jetzt zu aktivieren, gerade bei dieser 888. Ja, also es geht um dich, es geht um dein Sein, um dein Fühlen, um dein In-Balance-Kommen, nicht mehr hin und her gerissen sein zwischen den Welten quasi, was ja auch die 88, also was auch die 8 ganz gut kann, ja, dieses Hin und Her, sondern wo die 8 sich wie miteinander verbindet, um in der Mitte zu stehen und dann die Fülle des Lebens auch wirklich zu genießen. So kann man sich das vorstellen auch. Und das passiert, damit kommt alles ins Fließen und damit verbindest du dich mit deiner persönlichen Gefühls- und Erfolgsenergie, was sehr, sehr wichtig ist. Für dich, glaube ich, nämlich auch, weil wir sehen hier, was hast du mitgebracht, was will gesehen werden. Hier hast du schon ganz viel gemacht in Gefühlswelten, aber irgendwas ist in der Vergangenheit passiert. Wir haben das hier als Rückblatt. Ja, irgendwas war, wo du das Feld geräumt hast, wo du weitergegangen bist. Das war aber nicht das, was du im Prinzip wirklich wolltest und irgendwo hängst du da noch dran. Du hast, es ist noch nicht für dich, dass du ganz bewusst siehst, dass das einfach für dich nicht richtig war. Und die Schätze, die du daraus gefunden hast, die hältst du da, ja, mit dem Page der Kelche. Die Karte spricht für mich aber hier, das ist fast wie die 4 der Münzen. Ja, das ist fast wie ein Festhalten. Also der Page der Münzen hat ja ganz viel eingesammelt schon und weiß aber noch nicht, wie er es bedient. Ja, und hält das halt einfach fest, anstatt dass er diese Schätze mit sich fließen lässt. Im Wasser schwimmt und als gerade Fisch, ja, in den Genuss kommt, mit den Dingen zu fließen und da nichts halten muss und da auch nicht Angst haben muss zu verlieren oder in irgendeiner Form zu versagen, sondern Ja zu sagen zu sich und zu seiner Welt und zu seinem Fluss und dadurch einfach dann noch mehr Dinge einzusammeln für sich. Ja, das ist das, was hier so ein bisschen mitgesehen werden will. Und um was geht's grundsätzlich bei dir? Da haben wir die Hohepriesterin und wir haben das Kind. Und das, was ich so, und das ist wieder diese Vereinigung von Licht und Schatten. Also wieder weibliche, männliche Energie im Einklang finden, unbewusst, bewusst im Einklang finden. Ja, und das haben wir auch hier. Hier kommt der Mond mit den Krebsen hier auch noch einmal. Wie wenn etwas in dir wie zerrissen lag eine Zeit lang noch oder vielleicht noch liegt. Ja, da musst du jetzt hinspüren, ob du da schon dabei bist.
dich zu reparieren. Ich habe so, also zu reparieren, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier hast du die Auszeit gerade eben, ja, damit die Gerechtigkeit kommt, damit sich dieses Tor öffnet. Ich habe so das Gefühl, du bist hier mittendrin, ja. Sag mir mal gerne auch in den Kommentaren, wo du dich siehst, wie du dich fühlst. Und hier geht es darum, einen Neuanfang zu machen, dich mit deiner Kreativität zu verbinden, dich mit deiner Unschuld zu verbinden, dich wieder neu zu finden, neu zu kreieren, einfach zu spielen, Freude zu haben an deinem Leben und das ist dir bewusst, hier einen Ausgleich zu finden, weil der ist da noch nicht, ja? Da fühlst du dich irgendwie noch wie zwischen den Welten, sagen wir es mal so, gefangen und weißt aber, die Würfel gehen für dich, ja? Das heißt, wenn du hier dich traust, neu zu würfeln, wenn du hier traust, einfach jetzt für dich aufzustehen, dann wird das auch gut. Irgendwo weißt du das, vielleicht nicht ganz bewusst, ja? Vielleicht ist es für dich noch eine Hürde, vielleicht ist es für dich noch die Gefahr gerade, vor der du stellst, ist es aber, was ist wenn, ja, 50-50 so gesehen, aber es wird gut, soll ich dir hier sagen, es wird hier gut, weil hier endet etwas, wo du sehr verbunden damit warst, was dir aber nicht gut getan hat. Ja, das kann jetzt natürlich ein Mann sein, das kann aber auch eine Frau sein, das kann eine Situation sein, etwas, was dich dominiert hat oder dein Leben dominiert hat oder einfach einen Raum eingenommen hat, der nicht gut für dich war und das erkennst und das endet. Ja, und damit gehst du nicht mehr in den Schmerz hinein, sondern pflückst jetzt dein Glück allein und hältst dich nicht mehr so dazu zurück, denn dazu wird es Zeit, ja, jetzt neue Wege einzuleiten. Wunder, wunder, wunderschön. Also das ist so die Botschaft, die kommt hier auch noch mit. Deswegen, ich glaube, du bist hier gerade in einer gefühlten Ruhephase, Auszeit für dich und das ist aber notwendig und wichtig. Deswegen schau da ganz genau hin für dich, was möchte dir diese Phase zeigen und beginn dich spielerisch zu bewegen, ja, spielerisch zu bewegen und dich zu beleben, weil das ist das, worum es, glaube ich, jetzt geht. Was kommt hier aus der Vergangenheit? Und da haben wir eine sehr sanfte, schöne Energie mit der Königin der Münzen. Da hast du dich im Wert aufgebaut, da hast du auch materiell, hast du sicherlich Sicherheiten erfahren, die gut für dich waren. Vielleicht war aber genau da auch ein Umbruch drin, vielleicht hattest du da Ängste, vielleicht waren da Konflikte drin, vielleicht waren da Sorgen, aber im Endeffekt bist du jetzt oder bist gerade dabei, ja, und im Endeffekt dreht sich das aber jetzt um und du wirst auch in dieser Hinsicht quasi frei und kannst deinen Wünschen, deiner Sehnsucht, deiner Weisheit in dir und deiner Schönheit folgen, ja, also da tut sich einiges bei dir, auch im Materiellen, in materieller Sicht, ja, du gehst da für dich einen anderen Weg auf, du gehst da für dich ins Licht und vielleicht erfährst du auch, dass auch das Geldwesen oder das materielle Wesen, wie auch immer, was es für dich gerade ist, muss ja nicht unbedingt immer Geld sein, ja, aber Wert in dir, aber auch im Außen, ja, was da alles an Ausgleich einfach fließt, ja, und diesen Ausgleich bringst du ins Gleichgewicht, ja, weil das sehen wir da, oder hast du schon ins Gleichgewicht gebracht und das war auch ein wesentlicher, wichtiger Pfad, der da hier jetzt einfach mitschwingt für dich und dich nach vorne bringt. Warum? Weil da vorne jetzt die Toröffnung liegt. Ja, wir haben jetzt hier die Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen ist eine Ausgleichsenergie, ist etwas, wo ein Karma beendet wird, ist etwas, wo eine Arbeit ihren Lohn bekommt, so gesehen. Kann aber auch heißen, dass sich jemand meldet, dass hier etwas, dass hier jemand als Unterstützung auch kommt für dich oder wo du endlich einen Ausgleich bekommst von etwas, was ganz lange ungerecht vielleicht war für dich. Ja, wenn du in Scheidung gelebt hast oder sonst irgendwas und da gestritten wurde, kann sein, dass du jetzt eben dadurch etwas bewegst, durch die Entwicklung, die jetzt stattfindet, weil du hast jetzt den Schlüssel in der Hand und gehst jetzt auch hier wieder in die Gefühle, gehst jetzt hier wieder auch in dein, ja, gehst, tauchst jetzt hier ein in dein Wunschwunderland und hast dich als Fischchen hier selbst ja auch nochmal liegen. Also wunder, wunderschön. Du beginnst jetzt wieder ja, für dich zu fliegen, hier mit dem wunderschönen Vögelchen, was dich begleitet und dir deinen Wert zurückzuholen. So bekomme ich das jetzt hier. Und andere, alles andere, ja, was da vielleicht noch so ganz verstohlen mit hinten mitschwingt, da machst du jetzt wie so zwei Lichtstrahlen und holst einfach das, was du brauchst, zu dir herein und alles andere, das lass du sein, ja, das geht dann einfach raus und lernst hier jetzt mit deinen Dingen, die du bisher festgehalten hast, ja, können auch Fähigkeiten, Begabungen sein, wo du einfach immer zurückgehalten hast, das lernst du jetzt, dich damit zu bewegen und damit kommt der Ausgleich in deinem Leben und das finde ich wunder, wunder, wunderschön. Also, lieber Fisch, du hast alles gut gemacht, so gesehen. Es ist alles in der besten Spur jetzt für dich und jetzt geht es einfach weiter, immer weiter hoch die Leiter, bis dorthin, wo du verwirklicht für dich stehen willst. Wunder, wunderschön. So, das heißt, ich hoffe, wir sehen uns am 8.8. unten. Bitte anmelden. In der Infobox hast du die Daten dazu.
Und das wird ein mega geiles Spektakel. Ich habe mich dazu entschieden, keine Werbung zu machen, sondern nur Werbung in meinen Videos zu machen. Es sind schon einige angemeldet. Ich freue mich schon sehr. Deswegen melde dich bitte auch noch gerne an und verpasse diese Möglichkeit. Nein, nicht verpasse nicht, sondern sei einfach dabei. Wirke einfach mit für dich. Hol dir alles raus für dich, was du daraus haben willst und lass dich fließen, lass dich genießen, komm in dein Gefühl hinein. Also dann, du lieber Fisch, bis dann, du darfst du selber sein.